So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von C++ vom Anfänger zum Profi. Ja, ich möchte euch einfach ein bisschen C++ beibringen und ja, da die ersten Schritte mit euch machen. Werde das nach dem Prinzip machen, Learning by Doing. Das heißt, ich finde es super wichtig, dass ihr euch das anguckt. Ja, aber noch wichtiger für euch wäre einfach, um so effektiv wie möglich die Programmiersprache C++ zu lernen, wenn ihr das einfach abtippt. Weil das habe ich für mich selbst gemerkt, wenn ihr die Sachen abtippt, werdet ihr es noch schneller verstehen. Das heißt, tut mir den Gefallen und tippt die Sachen nebenbei oder nach dem Video ab. Ihr könnt euch natürlich auch die Sachen nur angucken, beiläufig, aber der Lerneffekt ist viel größer, wenn ihr es direkt abtippt. Genau, ansonsten Learning by Doing. Ich werde natürlich immer zu einzelnen Komponenten was sagen, aber am meisten soll es hier ums Programmieren gehen und nicht ums Erläutern, weil insgesamt wollen wir das dann doch sehr praktisch halten. Genau, erstmal geht es dann in der heutigen Folge um die Programmierungs- bzw. Entwicklungsumgebung. In meinem Falle ist das CodeBlocks, mit der arbeite ich, die ist kostenlos und wird auch von vielen Hochschulen benutzt. Das Ganze kann man sich dann hier, ich habe die Internetseite schon mal auf, über codeblocks.org und dann unter Downloads dann auch für alle Betriebssysteme runterladen. Ich denke, den Download muss ich jetzt nicht noch weiter erklären und erläutern. Ich denke, das solltet ihr alle hinbekommen. Wenn ihr das Ganze dann installiert habt und öffnet, dann sieht das Ganze so aus. Ne, CodeBlocks, hier sieht man das Fenster. Dann würdet ihr hier ein neues Projekt erstellen. Das heißt, Create a New Project, Console Application. Das skippen wir, dann machen wir hier C++. Und ja, es war zu schnell. Und da würdet ihr hier halt jetzt Projekttitel eingeben. Das heißt, am besten, ihr macht euch natürlich auf den Desktop, ich habe das hier gemacht, Programme und dann C++. Und dann könnt ihr da alle eure C++-Programme ja, reintun und habt die in einem Ordner komprimiert. Wir nennen das Ganze jetzt mal Beispiel. Ja, so, Beispiel. Und dann öffnet ihr hier das Projekt und dann geht ihr hier unter Beispiel, ne, so sah das am Anfang aus, drauf, Sources, ne, klickt auf das Plus und dann auf die Main. Und dann habt ihr hier auch schon mal so ein erstes Programm drin, was dann Folgendes ausspuckt. Also Kompilieren des Programms geht hier oben über Build and Run. Ne? Da drückt er dann drauf und dann kompiliert er das Programm und dann gibt er aus Hello World. So, das wäre jetzt das erste schon mal gewesen, wie ihr CodeBlocks runterladet. Jetzt können wir natürlich hier schon mal ein bisschen mitspielen. Ich habe euch natürlich jetzt noch hierzu nichts gesagt, aber in der Main-Datei und dann über cout können wir was an der Konsole, die Konsole war dieses schwarze, ausgeben. Sprich, ich kann auch ausgeben, ich heiße Fred und dann wird euch hier auf der Konsole auch ich heiße Fred ausgeben. So, das wäre auch das erste Programm, was wir dann für jetzt gemacht haben. Ansonsten sehen wir uns in der zweiten Folge. Da werde ich wirklich das erste richtige Programm abfragen und die erste Aufgabe und natürlich die ersten Erklärungen, wie man ein C++-Programm schreibt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.